So, hallihallo hier meine lieben Freunde und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Untergriesbach hier im LS19. Den Johnny hier, den habe ich mal umkonfiguriert, weil ich wirklich mal ausprobieren wollte, ob ich hier noch düngen kann. Wer sich noch erinnern kann, Stickstoffgehalt war zum Teil auf Orange, also nicht so wirklich doll. Ich habe das jetzt mal ausprobiert und ja, es hat funktioniert. Also ihr seht hier diese orangenen Streifen, so war es vorher auf dem kompletten Feld. Jetzt ist es gelb, ne? Also ist ein bisschen besser geworden, Ertrag wird auch ein bisschen besser werden. Ich weiß gar nicht, wo wir da dann liegen. Ich habe vorhin gerade schon mal kurz geguckt. Ja, weiß nicht, müssen wir so bei 75, vielleicht 80% liegen. Nachher, ich glaube, das sollte okay sein. Ne? Ich wollte euch jetzt nicht zeigen, weil hier drinnen sieht man so oder so nichts und ich finde, das ist immer eine blöde Ansicht. Eigentlich ist es auch so, dass ich bei der Wachstumsstufe schon gar nicht mehr hier drinnen rumwühlen will. Aber ich habe das ein bisschen verschlammt diesmal und deswegen, nee, anmachen, habe ich es jetzt fix ohne euch gemacht. Ich hoffe, ihr seht es mir nach, weil ich finde, das sind immer keine schönen Aufnahmen, wenn man da dann noch in der Wachstumsstufe drin rumfährt. Ja, so, jetzt werden wir wieder zum Hof. Wir werden den Düngestreuer abstellen und dann werden wir nochmal unser Feld kalken, Nummer 10, das neu gekaufte. Hatte ich, glaube ich, letztes Mal gesagt, dass wir das noch machen wollen oder dass ich das noch machen möchte, bevor wir da dann unseren Hafer ansehen werden. Ja, den Johnny umkonfigurieren und dann stellen wir den wieder ab, weil das Kalken werden wir jetzt mal mit einem anderen Träger machen. Ich denke mal, wir werden uns da mal den New Holland schnappen gleich. Und ja, dann schauen wir mal, ne? So. Perfekt. So, alles einmal umkonfigurieren. Den Johnny können wir dann auch erstmal ganz fix sauber machen. Ich glaube, das Gewicht habe ich sogar da noch stehen. Also es hat diesmal besser geklappt mit dem Düngestreuer, weil er nicht mehr ganz voll war. Wer sich noch dran erinnern kann, hatten wir das Szenario ja schon mal. Und da musste ich dann den Frontlader mit dran machen, dass ich ein bisschen Gegengewicht hatte, weil sonst wäre das ein bisschen zu schwer gewesen. Sah natürlich kacke aus, aber wow, man konnte es auch nicht ändern, ne? So. Das. Was hatten wir noch? Breitreifen mit Radgewichten? Nö. Wir hatten ganz normal, ne? Wir hatten aber Fronthydraulik, glaube ich, dran, ne? Ja, klar, wegen dem Gewicht. Frontladeanbau, ja. Kotflügel vorne, ja. Reifenhersteller, hä? Warum? Motorausführung. Zusatzbeleuchtung. Breite Reifen. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Ach so. Ah. Ja, moin. Ja. So. Jetzt haben wir es. War gerade schon ein bisschen irritiert. So. Jetzt sieht er doch wieder schick aus, ne? Perfekt, gut. Einmal fix sauber machen. Abstellen, Träger wechseln. Oh, den müssen wir auch mal tanken, ne? Ist mal, irgendwie muss ich mal außerhalb der Folge ganz fix eine Tankstelle aufsuchen. So. Schick repariert ist er ja schon einmal. Perfekt, gut. Dann stellen wir den einmal weg. Der hat jetzt erstmal seinen Job erledigt. Ich finde, wir hatten schon lange, eigentlich schon lange den Case nicht mehr, ne? Aber ich möchte, glaube ich, mit dem Johnny fahren. Ja. Ich möchte mit dem Johnny fahren. Ne, mit dem Johnny, mit dem New Holland. Entschuldigung. Heute sind wir komplett durcheinander. So, dann holen wir uns mal den Kalkstreuer. Können wir eigentlich nehmen, das ist ja noch von unserem Mietgerät hier, ne? Können wir Dünger und das Saatgut eigentlich auch noch auffüllen.
So, wo haben wir den geparkt? Ich weiß das vorher nicht mehr. Da. Da ist er. So, wird ja eigentlich relativ schnell gehen. Ich habe auch überlegt, dass ich das Ansehen vielleicht außerhalb der Folge mache, also ohne euch fix. Weil wir ja auf der kleinen Seelheim sind wir auch gerade, oder fangen wir jetzt anzusehen. Das würde sich dann alles so ein bisschen überschneiden und nur ansehen ist, glaube ich, nicht so geil. Also ihr könnt ja mal gerne schreiben, ob euch das wirklich interessiert, wenn ich hier noch ansehe, oder ob es reicht, wenn wir das auf der kleinen Seelheim machen. Ich denke mal, dass, ja, da verpasst man eigentlich nicht so viel nachher, ne? So, lass mal gucken, wie das hier so funktioniert. Er braucht immer ein bisschen, bis er es synchronisiert hat dann am Ende, aber das sieht gut aus mit dem Kalk. Ja, das passt doch schick. Ganz, ganz schick die Angelegenheit. Dann würde ich hier Hafer rauf machen. Wie gesagt, wenn ihr sagt, ja, nee, braucht nicht unbedingt, dann mache ich hier alleine Hafer rauf oder ich fange an hier gleich, je nachdem, wie weit wir jetzt kommen, und macht das dann außerhalb fertig, dass wir dann eigentlich schon, soweit es geht, in den nächsten Tag vorspulen können. Könnten wir uns eigentlich fast mit dem Gras beschäftigen. Ja, müssen wir mal gucken, ne? Also eigentlich könnten wir uns dann mit dem Gras beschäftigen, wenn das denn schon so weit ist. Aber ich glaube, es lag jetzt Wachstumsstufe bei 67% oder sowas. Also das sollte, glaube ich, kein großes Problem sein dann nachher. Ja. Na, wir gucken mal. Eilt ja nicht, ne? Kalk müssten wir dann wahrscheinlich gleich nochmal holen fahren. Das wird, denke ich mal, nicht ganz reichen. Oh, nee. Denke ich nicht. Aber ist ja auch nicht schlimmer am Ende. So. Wir haben noch 107.000 Euro. Wollen wir uns noch irgendwas Schickes kaufen oder wollen wir eher sagen, ja, nö. Ich meine, für ein Feld ist es jetzt wahrscheinlich eh schon fast zu spät. Man könnte sich höchstens noch eine Wiese kaufen, die man dann bewirtschaftet. Aber Wiesen haben wir eigentlich auch genug. Zumal unsere Wiese Nummer 60, die ist ja schon relativ groß. Also ist schon ganz schön groß. Ich glaube, da brauchen wir nicht großartig noch irgendwas anderes anwiesen. Das müsste eigentlich reichen. Mir fällt auch so momentan nichts ein, was wir noch irgendwie brauchen könnten. Ich meine, man könnte noch mal vielleicht einen Nachschub an Kühe kaufen, dass man noch mal so 10, 12 Kühe dazu kauft. Wäre eine Option. Ich meine, die kalben jetzt bald, ne? Nicht, dass wir nachher zu viele haben und da nicht mehr hinterherkommen. Das ist eigentlich so meine größte Sorge. Ansonsten hätte ich damit gar kein Problem. Also hätten wir jetzt ohne Season gespielt und hätten gesagt, joa, die Kühe kalben eh nicht. Da wäre es mir relativ egal gewesen. Dann hätten wir noch ein paar gekauft, weil da verändert sich dann ja nicht so viel. Aber mit Season, ich weiß nicht, ich will das Ganze auch nicht unterschätzen. Deswegen glaube ich, dass es da auch besser ist, wenn wir erstmal abwarten, bis die gekalbt haben. Und dann können wir immer noch gucken. Weil gerade im Winter, ich habe das ja jetzt im letzten Jahr gesehen, du bist eigentlich fast nur dabei, die Kühe zu füttern. Das wird bei einer 6-Tage-Season wird das irgendwann ganz schön anstrengend. Also finde ich zumindest, ne? Hat natürlich auch jeder so sein Empfinden, aber schon ganz schön anstrengend. So, dann kalken wir mal den Rest. Wenn ich das so sehe, wenn das schon alles blüht hier, freue ich mich schon richtig. Also ich habe Bock zu ernten. Soweit sind wir bei der kleinen Seelheim noch nicht, weil wir ja im ersten Jahr sind. Das ist das Coole, wenn du schon ein Jahr rum hast. Dann kannst du im Herbst halt, wenn du schon willst, Raps ansehen und so. Und dann bist halt schon ein bisschen weiter, ne? Das ist schon ganz cool.
So, da wären wir wieder. So, den Rest noch. Was ist das hier? Ja, ist nicht mehr viel. Haben wir eigentlich noch Lagerbestände? Ich muss mal gleich gucken, was wir noch so großartig an Lagerbeständen haben. Aber ich glaube, da ist so viel auch nicht mehr, ne? War das nicht auch so, dass wir Mais verkaufen wollten? Oh, da muss ich jetzt gleich mal gucken. Ich halte mal einmal fix hier an. Lagerbestände. Irgendwas war doch, was wir noch verkaufen wollten. Gras. 145.000. Haben wir noch so viel Gras? Okay. Na ja, gut. Stroh haben wir auch noch voll viel, ne? Hm. Das ist eigentlich noch alles relativ hier. Mais. Und Sojabohnen. 51.000. Mais haben wir auch noch 40.000 im Lager. Wann können wir das denn verkaufen? Mais. Also erstmal Sojabohnen. Brauchen noch ein paar Tage. Und Mais. Mais ist auch, wenn Sojabohnen ist. Oha, den kriegen wir da ja auch noch richtig Schotter, wa? Da werden wir ja auch noch mal richtig Geld verdienen mit. Ja, ist die Frage, ne? Also, was machen wir dann damit? Bei 50.000 waren das jetzt, glaube ich, Sojabohnen. Da kann man ein bisschen Geld mitmachen. Ich weiß gar nicht, liegt der Preis noch so bei... Ich muss da leider jetzt noch mal gucken. Der Preis dann noch so bei 2.000? Ja, über 2.000. Okay, also... Dui, da kriegen wir ja noch richtig Geld. Vielleicht können wir denn ja... Also, was haltet ihr davon, wenn wir dann in... Schafe oder... Na, Schafe machen wir ja jetzt auf der kleinen Seelheim. Vielleicht in Schweine investieren, weil ich finde den Schweinestall hier mega geil. Können gleich nochmal ganz kurz gucken, was der kostet. Sind wir dann soweit durch? Ja, kleine Ecke, da kalt der eh nicht mehr mit. Und dann können wir mal ganz kurz gucken. So. Schauen wir mal ganz kurz rein. Der Schweinestall, der war doch hier vorne, ne? Da. Gib her hier. 300.000, okay. Ah, alleine der ist schon ganz schön teuer. Ja, 51.000, da kriegen wir schon über 100.000 mit weg. Dann nochmal Mais. Was kriegen wir für Mais? Ja, tut mir leid. Also, da müssen wir jetzt nochmal ganz kurz planen, das interessiert mich jetzt alles. Mais, mal gut, Mais ist nicht ganz so viel, 800. Ja, das wird nicht ganz so viel sein. Okay, dann... Können wir das vielleicht erstmal begraben? 300.000 ist ja schon ganz schön viel, ne? Aber vielleicht zum neuen Jahr. Vielleicht könnte man das ja dann in Angriff nehmen. Ach nee, wir wollen ja hier von der Wiese, wollen wir das ja alles zur BGA bringen. Und das dann verkaufen da. Also ihr könnt es ja gerne mal schreiben. Was haltet ihr von Schweine? Dann haben wir Kühe und Schweine, dann haben wir richtig zu tun. Aber ich finde das gar nicht so schlecht. Dann haben wir im Winter wenigstens auch ein bisschen Beschäftigung. Gut, ihr könnt es ja mal schreiben. Wir sind nämlich fertig für heute. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr sehr gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Wie gesagt, haut ordentlich rein. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi.